Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Es ist jetzt schon Nachmittag, kurz nach drei. Ich stehe hier gerade ziemlich ungeschminkt und zwar mit einem Handtuch um die Schultern. Dreimal dürft ihr raten, was jetzt hier passieren wird. Also Haushalt läuft hier so ein bisschen nebenbei, ne? Geschirrspüler läuft, Waschmaschine läuft und so weiter und so fort. Und Madame zieht sich so, so ein Chirurg gerade Handschuhe an. Hey, sie lassen die Handschuhe klatschen. Die wird mir jetzt einfach mal eine Haarfarbe in die Haare klatschen. Du hast zu früh deine Handschuhe angezogen. Es muss ja das Ding rausgefummelt werden. Oder meinst du, wir sollen wir das diesmal über... Nein, ich will das nicht übermalen. Mach du das doch. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt hier diese weiße Strähne rauskriegen, irgendwie. Und dann kommt Farbe in die Haare. Aber das ist nicht so einfach. Geht schon? So, dann walten Sie bitte Ihres Amtes, Madame. Und Christian kriegt nachher den Rest. Hallo. Was sagt ihr? Ich finde, das sieht wieder schöner aus. Vorher war die Farbe schon irgendwie so grau-rosa, wie auch immer, aber nicht mehr das, was am Anfang war. Ne? Und jetzt, nachdem ich mir letzte Woche, und wann habe ich mir, jetzt gar nicht so lange her, ne, die Haare geschnitten habe, war das echt dringend nötig, weil man da schon ganz tolle Ansatz gesehen hat. Jetzt habe ich wieder Farbe. Nicht nur Easy will am Samstag hübsch aussehen, ne? Ich auch. So, genug davon erstmal. Ihr seht, ich habe die Stühle hochgestellt. Ich will hier jetzt wischen. Es ist ja immer so, dass ich Donnerstag immer versuche, sauber zu machen, also zu putzen, damit ich Freitag mich mehr auf Kochen und Backen fürs Samstag konzentrieren kann. Das haben wir eigentlich schon immer so gemacht. Habe ich auch so von meiner Mutter übernommen. Wir haben am Donnerstag immer... Was habe ich denn jetzt hier? Am Donnerstag immer... Banja gehabt. Das heißt, wir haben da auch immer am Tag erstmal unsere ganze Wäsche, wir haben einmal die Woche nur waschen können in Kasachstan, dann haben wir immer in der Banja erstmal gewaschen, Wäsche, so ein Berg, wir waren auch 5 Personen. Wir sind zwar jetzt 6, ne, eigentlich insgesamt, aber in Kasachstan waren wir 5. Meine Geschwister, upsala, Geschirrspüle ist fertig und ja, haben dann Banja gehabt und während dessen auch noch geputzt, ne? Also Wäsche gewaschen und das ganze Haus
geputzt. Das war dann oft meine Aufgabe. Sobald, ja, 11, 12 Jahre alt, durfte ich schon richtig ran. Ja, auf jeden Fall, das war immer donnerstags. Und freitags wurde dann auch gekocht und gebacken und so für Samstag, für Sabbat. Ja, und das habe ich übernommen. Eigentlich schon immer gehabt, als die Kinder klein waren auch. Da hatte ich sogar richtig so solche Pläne mir ausgearbeitet, was ich wann mache und so. Ja, und deswegen versuche ich das heutzutage immer noch so zu machen. Und ja, deswegen werde ich jetzt putzen. Aber zuerst, bevor ich hier den Boden wische und das Bad putze und wie ich gerade sehe, die Stühle stehen so schön, den unteren Teil von den Stühlen noch abwische, muss ich was fürs Abendessen schon vorbereiten. Ich werde heute nicht aufwendig kochen. Ich habe nämlich noch die Nudelsalate, die ich gestern gemacht habe. Dann habe ich noch die Suppe von gestern, die ich aus Resten gemacht habe. Und. Deswegen werde ich nachher nur noch Kartoffeln kochen. Für diejenigen, die keinen Nudelsalat mögen, also Christian. Und ich mache Lachs, den habe ich schon aufgetaut. Da ist richtig schöne Stücke Lachs, die habe ich beim richtig so Fischwagen gekauft, nicht aus der Tiefkühl oder sonst wo. Den habe ich gerade auch höchstpersönlich von der Haut befreit. Möchte heute nicht auf der Haut machen. Und das muss ich jetzt ein bisschen salzen, also würzen, damit es ein paar Minuten, bis das soweit ist, bis ich das Essen mache, auch durchziehen kann. Also ich nehme jetzt einfach nur Salz. Ich nehme diesmal so eins, ne? Also dieses Himalaya-Salz und ein bisschen Pfeffer. Alles andere kommt später, aber ja, ich drehe das Ganze einmal um und von der anderen Seite genau das gleiche. Noch einmal Salz und ein bisschen Pfeffer. Ja, und das lasse ich jetzt einfach mal hier stehen. Und es darf ein bisschen durchziehen, bis ich dann weitermache. Ich mache heute nichts Kompliziertes damit. Ich will den heute im Backofen machen. Also, der kommt in den Backofen. Ich mache gleich, wenn ich mit dem Putzen fertig bin, nur eine, ja, so Kräuterschicht drauf. Und mir nicht. Und die Kräuter, die muss ich auch noch aus dem Garten erstmal rausholen. Mal sehen, welche ich nehme. Eigentlich, was da ist. Ne, das muss ich dann auch nehmen. Ja, und jetzt muss ich erstmal alles holen, was ich brauche zum Putzen. Und wie ich sehe, ich habe ja vorhin einen extra Lappen geholt, ne, für die Stühle. Und damit mache ich jetzt einfach mal hier oben, ne, den oberen Teil von den Stühlen auch einmal kurz sauber. Das macht man nämlich immer viel zu selten, ne? Merke ich selber. Die Stühle von unten werden viel zu selten sauber gemacht. Genau. Und die anderen mache ich dann auch, wenn es soweit ist, wenn ich die dann umdrehe. Thank you.
Also, ihr Lieben, die ganze untere Etage ist tippitoppi sauber. Der Fußboden, alles Badezimmer komplett, inklusive Anbau. Alles habe ich gerade richtig sauber gemacht. Und jetzt mache ich Abendessen. Die Kartoffeln hat gerade Krischi geschält. Die stelle ich auch schon mal an. Sonst dauert es zu lange. Genau. Und dann kümmere ich mich jetzt um den Lachs. Ja, ich mache den ja im Ofen. Ich habe hier meine Auflaufform. Ich brauche nur einen Teil davon, weil das wird jetzt ohne Deckel gemacht. Backofen heizt sich gerade vor. Das erklärt dieses Geräusch gerade hier. Ja, die Auflaufform habe ich gerade ein bisschen mit Öl eingepinselt. Und dann habe ich hier gerade aus dem Garten geholt Kräuter. Es ist ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Basilikum und Minimaldill. Das, was halt da ist. Und das schneide ich nur grob. Das, was nicht reingehört, gleich auch weg. Genau. Boah, das duftet. Super. Und dann habe ich mein neues Gerät ausgepackt. Und in dieses Teil gebe ich ein bisschen Öl. Und dann die Kräuter. Ich habe es noch nie gemacht. Ich probiere das gerade aus. Mal gucken, was jetzt da draußen ist. Es soll eigentlich so eine Paste entstehen. In die gebe ich ein bisschen Pfeffer. Und auch ein bisschen von dem Salz. Aber nicht so viel, weil wir ja schon den Lachs gewürzt haben. Und jetzt probieren wir das aus, ne, wie das Teil funktioniert. Oh, läuft und schnurrt wie ein Kätzchen. Ui. Sieht sehr gut aus, ist aber an den Seiten noch nicht ganz zerkleinert. Deswegen mache ich das alles ein bisschen noch runter. Und ich glaube, ich gebe noch ein kleines bisschen mehr Öl. Oder gebe ich da noch Frischkäse rein? Das kann man eigentlich auch super machen. Das ist eine sehr gute Idee mit so einer Kruste. Ich habe jetzt den hier und gebe so ein kleines bisschen. So Teelöffelchen, zwei Stück vielleicht, zwei Teelöffel rein. Und dann mixen wir das nochmal durch. Oh ja, das ist jetzt die Paste. Perfekt. Ja, und dann habe ich jetzt den Lachs hier. Und ich brauche ihn nicht in so riesen Stücken. Deswegen schneide ich den ein bisschen kleiner. Und packe mit der Hautseite rein. So. Und das andere auch. Das teile ich jetzt nur in zwei Stückchen. So. Ich hoffe, der Platz reicht mir. Nein, ich glaube, der Platz reicht tatsächlich sogar nicht. Aber man kann es ein bisschen enger machen. Was gibt's für, was gibt's eigentlich da zu essen? Fisch. Mit was? Reis? Nein, was? Mit Nudelsalat oder Kartoffeln. Ich nehme Kartoffeln. Habt ihr nicht Käse für mich gekauft? Kann sein, ich hab's vergessen. Wir haben welche gekauft. Es kann sein, dass du die schon vielleicht weggemampft hast. Nein, schlage dich. Was denn? Ach, ihr seid wieder da? Ja. Und? Mäuschen traurig? Sehr traurig. Weint, ne? Ja. Oh Gott, Isi. So. Ja, hier, ich heule gerade auch. Isabel ist nach Hause gerade gekommen. Die hat heute sich von ihrem Team verabschiedet. Weint gerade. Vom Turnen. Weil die ist die Älteste, ich habe das ja euch schon mal erzählt. Sie ist die Allerälteste oder fast. Und auch von der Zeit her, jetzt nach 1,5 Jahren ohne Training, ohne aktiven Training, wieder einzusteigen in ihrem Alter, wird es einfach nicht mehr so gut gehen. Und außerdem, wenn sie jetzt ab
in einem Monat, genau einem Monat FSJ anfängt, ist sie bis spät am Abend, also spät am Nachmittag, so 16 Uhr irgendwas, noch in Uelzen. Es ist zeitlich einfach nicht machbar. Also hat sie eine Entscheidung getroffen und hört mit dem Turnen auf. Hat gerade das geliehene, also Mannschafts-T-Shirt und Band, ne, irgendwas, abgegeben. Und das ist natürlich super, super, super traurig. Weint gerade hier richtig heftig. Ich zeige sie euch lieber nicht, ihr hört das ja schon. Ja, ich bin auch traurig, ich habe gerade auch schon geweint deswegen. Wir sind 10 Jahre, ne? So, weinen oder nicht, ich muss das Essen auf den Tisch bringen. Auch mit Tränen in den Augen. Also ich bepinsele jetzt einfach mit dieser schönen, leckeren Paste den Fisch. So, einfach alles drauf pinseln, von einer Seite reicht. So, und das kommt jetzt in den Backofen. Und Fisch, Lachs braucht nicht so lange, ich denke 20 Minuten reichen da. Und dann sind auch in der Zeit auch bestimmt die Kartoffeln fertig. Und den Backofen, den habe ich jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Wir brauchen keinen Deckel oder sonst was, das passt wunderbar so rein. Und warten. Ja, es ist eine wichtige, aber auch sehr traurige Entscheidung. Ich muss die Finger abwaschen. Die Isabel gerade getroffen hat, oder die hat sie schon vor einem Monat ungefähr getroffen, aber wir haben es nicht geschafft, das Trikot, das T-Shirt wegzubringen. Und heute hat sie das gemacht mit Christian, der hat sie hingebracht, damit ich hier fertig werde. Wir haben schon mehrere Male deswegen geweint. Das ist auch wirklich traurig. Das sind 10 Jahre. Ganz viele tolle Momente, ne, Isabel? Wettkämpfe, Erfolge, Misserfolge, alles ist dabei gewesen. Ganz, ganz tolles Team, super, super nette und nicht nur, ne, die sind nicht immer nett gewesen, ne? Ne? Also richtig gute Trainerinnen, die haben wirklich alles gegeben, aus den Kindern alles rausgeholt, was ging. Ne? Wenn es streng sein sollte, dann war sie auch streng. Ne? Das Training war auch hart oft, aber ich bin wirklich sehr dankbar den Mädels, die haben ganz, ganz großartigen Job gemacht. Lieben Dank, ihr Süßen, falls eine von euch das Video sich mal anguckt, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall, Isabel hat jetzt die Entscheidung getroffen, die hört mit dem Turnen auf. Das heißt nicht, dass sie zu Hause nichts mehr macht, natürlich so. Turnerin, einmal Turnerin, immer Turnerin, ne? Die geht nicht normal oder die macht die Tür nicht mit den Händen auf. Wenn die Hände voll sind, macht man mit dem Fuß die auf, ne? Oder solche Sachen. Sie turnt am besten zu Hause weiter. Vielleicht geht sie dann auch, wenn sie in Uelzen eh dann jeden Tag arbeitet, vielleicht geht sie dann ins Fitnessstudio. Wir haben da ja mehrere und nicht so teure. Vielleicht gehe ich sogar mit, mal gucken, machen wir das vielleicht ein Mutter-Tochter-Ding da draus. Auf jeden Fall, die Entscheidung ist gefallen und Isabel hat jetzt sich verabschiedet. Sehr tränenreich, aber das musste sein. So, ich warte jetzt, dass das Essen fertig ist, decke den Tisch, hole alles raus, die Salate und so weiter. Und wenn der Fisch fertig ist, zeige ich ihn euch auf jeden Fall. So, und das ist jetzt der Fisch. Ja, ihr Lieben, das Essen ist fertig, die Kartoffeln sind fertig, also für diejenigen, die keinen Nudelsalat wollen oder zusätzlich dazu wollen. Wir werden jetzt essen, auch ohne Papa, der kommt heute nämlich später, ich habe es vergessen. Er hat heute Pfadfinderhäuptlinge-Sitzung, die müssen ja jetzt, bevor die Ferien anfangen, entscheiden, was sie nächstes Jahr alles veranstalten, ne? Was sie für Stunden machen und so, ne? Wer für was verantwortlich ist und so weiter. Halt alles planen. Deswegen kommt er später. Ja, und wir werden jetzt essen. Isabel ist getröstet, soweit es ging. Aber so ist halt das Leben. Ne? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer Daumen hoch, abonnieren, wer mag, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.